Nach 58 Meter muss es auf Funkenflügel haben, wenn es nicht luftet. Und ja, es hat tiptop passt. Dort waren gut angezogen. Wir waren gut angezogen. Der Funkenflug hat somit nichts gemacht. Das passt tiptop. Es ist eine super Veranstaltung, alles super organisiert. Und es ist ein Highlight, dass das in Vorarlberg, dass man so einen Weltrekord macht. Intensiv an dem Funken gearbeitet und sind sehr glücklich, erstens über das Wetter, über den großen Andrang und dass alle eine Freude haben bei uns. Ja, der Funken hat jetzt eine Höhe von 60,646 Meter. Geplant war 58,6. Mit dem Holz oder mit dieser Höhe ist es ein bisschen schwierig, auf den Zentimeter genau zu bauen. Und wir sind jetzt über 3 Monate dran gewesen, also im Schnitt mindestens 15 Stunden pro Woche. Ja, bei diesen 100 Tonnen Holz werden ca. 1000 Kilo Feinstaub freigesetzt. Und wenn man bedenkt, dass das dem entspricht, was 3000 Inlandsflügen, also von Vorarlberg nach Wien, entsprechen würde oder 6 Überlandsflügen, dann ist es eine gewaltige Menge. Und das ist einfach in Zeiten des Klimawandels jetzt, wo gestern 2000 Schüler demonstriert haben dagegen, einfach das falsche Signal.